Also heute habe ich Sandra Graf zum Interview. Sandra kommt aus der Schweiz und fährt auch für die Schweiz, fährt auch in meiner Klasse, also meine Konkurrenz. Ich freue mich trotzdem, dass du natürlich heute mit mir das Interview machst. Mhm. Sandra, du sitzt auch im Rollstuhl. Hast du einen Unfall gehabt, oder? Ja, ich bin vor 24 Jahren, mit 21, bin ich im Turnen von den Ringen gestürzt. Okay. Und habe einen Wirbel gebrochen. Okay. Und seitdem querschnitt gelähmt. Also warst du vorher auch schon Leistungssportler, oder? Nein, nicht Leistungssportler. Also ich bin mit Skifahren aufgewachsen, mit Skirennfahren. Und habe allgemein sehr viel Sport getrieben, also die ganze Freizeit war Sport. Und wir waren da auch noch im Training für Großfeldgymnastik und 14 Tage vor dem Winter waren wir Schweizmeister. Okay. Ja, und dann ist es passiert. Okay. Und ich weiß, du machst auch, bist auch im Rennrollstuhl noch viel aktiv. Hast du das direkt danach angefangen oder wie war so dein sportlicher Werdegang? Nein, am Anfang bin ich intensiv Ski gefahren und meine ersten Paralympics waren im Winter. Okay. Also 2 Jahre nach dem Unfall war ich schon an den ersten Paralympics im Skifahren. Da wurde ich Vierte. Hat nicht ganz geklappt. Aber nein, für mich war es nachher kein Thema mehr, weil ich schwanger wurde. Und sehr schöner Augenblick. Aber das Skitraining geht nicht so einfach, wenn du Familie hast. Ja. Deshalb, also ich habe vorher schon einen Rennrollstuhl gefahren und dann habe ich nach der ersten Schwangerschaft ein bisschen mehr intensiver trainiert und nach der zweiten Schwangerschaft noch ein bisschen mehr. Zum Handbiken, wie bist du da gekommen? Also einfach. Nein, ich habe Peking habe ich eine neue Herausforderung in dem Sinn gesucht fürs Training. Also ich wollte mal ein bisschen versuchen mit der Leichtathletik zusammen das auszuprobieren, neue Trainingsmöglichkeiten, andere Wege. Also ich habe im Rennrollstuhl praktisch jeden Tag dieselbe Strecke gefahren, entweder auf der Rundbahn oder bei mir zu Hause, so eine 9 Kilometer Strecke. Und dann war das eine Alternative, mal auszuprobieren und hat mich dann erwischt. Okay. Gibt es was im Leben, worauf du sehr stolz bist? Muss jetzt nicht irgendwas im Sport sein, sondern... Also ich denke, für mich ist das, dass ich Sport und Familie immer gut unter einen Hut gekriegt habe. Mhm. Und, für mich war es auch immer wichtig, dass die Kinder nicht zu kurz kommen. Ja. Das habe ich, glaube ich, gut geschafft, indem dass sie waren auch sportlich sehr aktiv, versuchte immer mit dabei zu sein und sie dort sehr stark unterstützt habe, zusammen mit meinem Mann. Okay. Dieses Jahr natürlich wieder ein sehr ereignisreiches Jahr wahrscheinlich, also die Paralympics. Das ist wahrscheinlich auch so dein Hauptziel dieses Jahr, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Nur im Handbiken oder machst du dann beides oder wie? Ich möchte es noch versuchen. Ich habe in der Leichtathletik nur noch eine Chance zur Qualifizierung für den Marathon. Also es wäre der Marathon, der ich noch gern fahren würde. Mhm. Wäre dann wahrscheinlich schon mein nächster Marathon. Okay. Und mal schauen, London habe ich noch die Chance für die Qualifikation. Mhm. In Chicago hatte ich leider einen Plattfuß. Oh, okay. Und jetzt mal schauen. Das wäre schön für mich. Ja. Okay. So deine größten Erfolge? Was ich in London gut im Einzelzeit fahren und Porsche im Marathon. Okay. Hoffe ich, dass es für uns beide ein gutes Jahr wird. Ich glaube, wir werden es dieses Jahr nicht ganz leicht haben, weil wir im Zeitfahren gegen die Kniebeine fahren. Ja, und im Straßenverkehr. Auch wenn sie immer alle sagen, es ist flach und. Ja. Wir haben Vorteile, aber ich glaube, dass es trotzdem hart wird. Ja, ich denke. Du wirst es sicher machen. Sicher macht es niemand. Nein, aber ich traue dir sehr viel zu.